Hallo und herzlich willkommen zurück zu Clockwork Empires. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen in unserem kleinen Dorf immer noch um unser Überleben, mehr oder weniger. Aber derzeit sieht es ganz gut aus. Wir haben immer noch genügend Nahrung. Hier sind 146 Eintöpfe und auch noch 58 mal Mais-Eintopf oder was das hier sein soll. Keine Ahnung, aber wir haben jetzt auch wieder ein paar Leute dazu bekommen. Wir müssen also weiter aufpassen, dass uns die Nahrung nicht ausgeht. Ich denke mal, diese drei Farmen hier, die reichen vorerst für die Nahrungsproduktion aus. Könnte aber enger werden, wenn wir hier an die 30, 40 Leute kommen. Müssen wir da sicherlich nochmal anpassen. Ja, und hier wächst Flachs. Das brauchen wir hier für unsere Schneiderei, die derzeit noch etwas spartanisch ausgerüstet ist. Aber es reicht, wir brauchen derzeit nur die Leinenballen oder die Stoffballen, damit wir Betten herstellen können. Okay, so, hier wird schön geschlafen, es ist gerade dunkel. Ja, kaum habe ich es gesagt, geht die Sonne auf. Also, ein neuer Arbeitstag beginnt und die Leute gehen frisch ans Werk. Schauen wir mal, was dieser Tag so bringt. Ah, unsere Soldaten sind auch schon ausgebildet, sehe ich gerade. Die tragen inzwischen rote Uniformen. Da habe ich die Meldung gar nicht gesehen, dass das soweit war. Ja, Keramik Workshop hat immer noch keine Workcrew. Das ist Absicht. Weil wir erstmal wollen, dass noch ein paar andere Aufträge erledigt werden, die wir hier so rundherum haben. Wie zum Beispiel hier das Baumfällen, Nanu. Da ist gar kein Baum mehr. Komisch, dass hier so ein Auftrag jetzt rumstand. Das werde ich nochmal korrigieren. Dann machen wir nochmal einen neuen. Ja. Ich denke mal, diese Bäume hier. Drei Stück. Die nehmen wir mal mit. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch für Aufträge haben. Die zwei Bäume hier können wir auch fällen. Und dann werden wir hier den Stumpf entfernen. Und das Gras ausreißen, damit hier auch Grabsteine aufgestellt werden können. Da sind auch noch drei Bäume, die gefällt werden müssen. So, und hier haben wir Hämatit, immer noch. Da würde ich auch gerne was mitmachen. Dazu müssen wir allerdings ein Office bauen. Und zwar bräuchten wir dafür hier das Naturalist's Office. Dazu brauchen wir allerdings zwei Einheiten Stein. Und die haben wir momentan gerade nicht. Die werden nämlich alle, oder alles, was wir momentan abbauen an Stein, wird hier für die Öfen verwendet. Eine davon ist auch gerade fertiggestellt. Der zweite fehlt aber noch. Oh, da habe ich gerade was Falsches gesagt. Weil wir haben hier schon eine Workcrew. Und zwar, damit die Öfen überhaupt gebaut werden. So. Ah, schaut mal. Gelehrte preisen unsere Kolonie. Gertie Junk hat einen Report ausgefüllt. Mit glühendem Ruhm für unsere Kolonie. Wunderbar. Das ist immer gut. Sorgt dann auch dafür, dass wir neue Aufseher bekommen. So, aber wir brauchen mehr Steine. Die Steine hier sind abgegrast. Wo sind weitere Steine? Oh, das sieht aber schlecht aus. Oh. Tatsächlich, hier sind keine Steine in weiterer Umgebung. Uiuiui. Uiuiui, was machen wir denn nun? Jetzt wird's ja spannend. Also hier ist noch ein bisschen. Nee, das ist gar kein Stein. Wohl eigentlich? Nee. Okay. Da oben wäre Stein. Auch nicht, nein. Eignet sich nicht für Steinmetze. Hier sind Steine. Ist auch noch weit genug weg von diesem Banditencamp und wir brauchen jetzt dringend Steine. Dann müssen wir es leider von hier holen. Das ist natürlich ein ganz schön weiter Weg. Ich sehe aber keine andere Möglichkeit derzeit.
Ich weiß nämlich auch noch nicht. Das ist nämlich das Problem, wie wir... Ja, genau. Also, damit wir... Nee, Moment, das stimmt auch nicht. Also, damit wir dieses unerforschte Land hier erkunden können, brauchen wir ein Naturalist's Office. Dann können wir nämlich hier eine Erkundungsmission setzen. Dafür brauchen wir aber Steine, damit wir das Office bauen können. Das heißt, das nächste, was wir bauen, ist auf jeden Fall das Natural Office. Allerdings 2 Einheiten von Stein. Und die haben wir momentan nicht. Drum, sobald wir hier die ersten Steinblöcke haben, werden wir auf jeden Fall das Office bauen. Damit wir hier im näheren Umkreis erkunden können. Schade, dass... Also was man auch machen könnte, ist so ein bisschen drumherum, sag ich mal. Wenn ich jetzt sage, hier diesen Baum fällen, dann kommt natürlich auch einer her. Und dann wird hier auch ein bisschen aufgedeckt. Nicht viel, aber immerhin. Vielleicht ja schon genug. Ich mach das mal. Hier sind keine Bäume zum Fällen. So, mal gucken, was wir dann da finden. Ja, und ansonsten nochmal kurz über die Nahrung schauen. Hier wird nämlich gerade gegessen. Und ja, sieht immer noch gut aus. Ich glaube nicht, dass wir uns da in der nahen Zukunft Sorgen machen müssen. Ja, jetzt sind aber auch wirklich alle dabei hier. Und da inzwischen auch Lehm abgebaut wird, können wir eigentlich auch hier einen Auftrag einstellen jetzt. Wir werden einfach mal ein paar Bricks herstellen. Wir werden welche auf Vorrat halten. Mindestens 10 Stück, würde ich sagen. Oder nehmen wir gleich 12. Und da wird schon wieder dunkel. Okay, eine Banditengang wurde in der Nähe gesehen, die ein Camp aufgeschlagen haben und sie sind neutral. Wie wir ja schon wissen, werden sie das wohl nicht lange bleiben. Hoffen wir, dass wir noch ein paar Tage Ruhe haben davor. So, und ein imperialer Luftschiffkorps meldet, dass einige Fischleute Güter in der Gegend herumtragen. Oder besser gesagt, sie laufen auf das Meer zu mit Gütern in der Hand. Jetzt weiß ich nicht, ob sie die hier geklaut haben. Haben wir so nicht bemerkt, wenn das der Fall ist. Bin ich nicht sicher. So, nochmal hier zurück zu dieser Befestigungsanlage, die ich hier gebaut habe. Also, man kann die ja so aufbauen. Und wir haben hier die Low Gabion benutzt. Aber irgendwie passiert hier nichts. Und ich frage mich halt nach wie vor, warum das so ist. Problem ist halt, dass wir die Soldaten nicht direkt kontrollieren können. Vielleicht gibt es da ein Gebäude für. Kirche, Public House, Mine, Foreign Office, Labor, Barbershop. Ich würde sagen, nein. Gibt es kein Gebäude für. Na, dann müssen wir einfach abwarten, ob das noch gemacht wird oder nicht. Müssen wir das vielleicht der Workcrew speziell sagen? Wir können ja mal schauen hier. Hunting Jobs müssen natürlich aktiviert werden auch wieder. Set Squad Rally Point. Ah, okay. Können also einen Sammelpunkt setzen. Ich werde den mal hier hinsetzen. Kommt natürlich wieder das Speichern in die Quere.
und weiter geht's. So, jetzt ist hier der Rally Point gesetzt. Jetzt schauen wir mal, ob die hierher laufen. Da kommt auf jeden Fall schon jemand. Tatsächlich. Macht trotzdem nichts. Vielleicht haben wir auch nicht alle benötigten Materialien. Aber was kann das sein hier? Das sieht aus Holz, ein bisschen Erde. So, irgendwo höre ich Schüsse. Schnell mal umschauen. Ah, zwei Immigranten wollen einwandern. Ja, nehmen wir natürlich auf. Dann sind wir jetzt 30 Leute. Ah, hier oben. Okay, nochmal Lob vom Ministerium. Keine Ahnung, was verletzt worden. Hat eine Fischperson erschossen und fühlt sich nicht gut. Okay. Ah, jetzt werden Steine abgebaut. Okay, also der ist hier oben hergelaufen. Ah, ich könnte mir vorstellen, was passiert ist. Möglicherweise haben die Fischmenschen hier die Steine weggeschleppt, die wir gehackt haben. Und der Soldat ist dem hinterhergegangen. Könnte zumindest so sein. Ist nur eine Vermutung, aber ich denke mal, es ist eine mögliche Erklärung. Was haben wir hier denn? Ah ja, hier brauchen wir Mineralienreport für. Dazu brauchen wir das Naturalist Office. Das haben wir halt, wie gesagt, nicht. Aber vielleicht ist ja schon ein bisschen Stein im Lager. Nein, ist es nicht. Na gut, dann können wir nur hoffen, dass die was mitbringen, nachdem sie es oben vom Fels abgeschlagen haben. Weil hier liegen auf jeden Fall ein paar Blöcke rum. Bitte bringt's mit heim. Ach, das... Ja. Das Ministerium hat uns einen Goldbarren geschickt, weil wir so gute Arbeit gemacht haben. Gucken, wo der gelandet ist. Ah, da. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Goldbarren, einen Kupferbarren und auch einen Eisenbarren. Wunderbar. Können wir nur noch nichts mit anfangen. Ah, wir können das Naturalist Office bauen. Sehr schön. So, das ist dann auch das nächste. Das kommt hier oben hin. Obwohl, vielleicht lassen wir hier nochmal Platz für zwei weitere Farmen. Dann würde ich es hier hinbauen. Sieben mal sieben, es muss, glaube ich, nicht so groß sein. Obwohl ich sehe, hier muss schon einiges rein. Ja, zur Not reißen wir es ab und bauen es nochmal größer. Also, eine Tür. Fenster. Wo sind die Fenster? Ah, Fancy Windows. Da können gar keine normalen Fenster mehr rein. So, machen wir ordentlich Fenster rein. Dann muss eine Tafel rein. Die knallen wir hier zwischen die beiden Fenster. Das ist Dekor. Bookshelf ist auch Dekor. Dekor, Dekor. So, Workbench und Chemistry Workbench. Oh, weia, das braucht ganz schön Platz. Die Chemistry Workbench dort, die normale Workbench hierhin. Und das noch dahin. So, dann ist das ein ganz schön umfangreicher Raum. So, die Fancy Windows, die brauchen Glas. Uiuiuiui. So. Glas wird auch hier hergestellt im Keramik-Workshop und die brauchen dafür. Man kann das nicht gut erkennen. Also, ich würde sagen, das ist Sand. Die Frage ist nur, wo kriegen wir Sand her?
Ich habe noch keinen Sand gesehen. Ich habe noch keinen Sand gesehen. Ist das hier Sand? Sieht nicht so aus. Pfohl. Nee. Sieht mir ganz nett gar nicht so aus, als ob das Sand wäre. Tja, gute Frage. Da bin ich gerade ein bisschen ratlos. Muss ich mich informieren? Das werde ich dann zwischen den Folgen machen. Und dann gucken wir erstmal weiter, dass wir den Rest aber hier gebaut kriegen. Die Fenster sind ja auch optional, sage ich mal. Wir brauchen auf jeden Fall eine Chemie-Workbench, eine normale Workbench. Die können wir schon mal in Auftrag geben. Chemistry-Workbench. Oh, da brauchen wir auch was für. Da brauchen wir... Oh, weia, weia, weia. Also ohne Sand wird wohl gar nichts gehen. Denn wir brauchen auch Glass-Bottles und die wiederum brauchen Glass-Paints. Na, wunderbar. Ja, dann gebe ich dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen Auftrag. Wie viele brauchen wir denn? Einmal und zwei Planken. Dann brauchen wir noch eine normale Workbench. Die ist kein Problem. Wir brauchen einen Standing Desk. Auch das ist kein Problem. Und die Tafel ist auch kein Problem. Das ist schon mal gut. Dann machen wir die Workbench weiter runter in der Priorität, dass erst die anderen Sachen hergestellt werden. Und für die Workbench dann, wie gesagt, Glass Bottles, dafür brauchen wir Glass Paints, dafür brauchen wir Sand. Okay, gut, dann haben wir auf jeden Fall alles schon mal in die Liste gepackt. Tja, Middle Class Window, ist das schade ein bisschen, dass hier keine normalen Fenster reingehen, aber das Naturalist's Office ist scheinbar etwas anspruchsvoller. Etwas anspruchsvoller. Und der neue Tag bricht an. Ich denke mal, wir werden auch einen Luftschiffmast noch bauen. Den werden wir vielleicht auch jetzt schon bauen. Hier ist eigentlich ein guter Ort. Über den sind halt Lieferungen durch unsere Luftschiff-Cores möglich. Das habe ich noch nie erlebt, aber ich denke mal, schadet nicht, das zu bauen. Wir werden dann schon bald rausfinden, ob es Sinn macht oder nicht. Gut, dann sind wir für heute auch am Ende angekommen. Bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Clockwork Empires. Denkt an den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, einen schönen Tag noch, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.